an Herrn Kevan Sufi Siavash. Bitte schön. Test. Guten Tag. Ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Ich spreche frei, dann dauert es 1,5 Stunden. Oder ich schreibe es auf, dann dauert es 1/2. Ich habe mich für das Aufschreiben entschieden, weil man muss in heutigen Zeiten ja genau aufpassen, was man sagt. Erstmal vielen Dank fürs Kommen. Wenn man sagt, wir sind so wenige, vor vielen, vielen Jahren waren es auch ganz viele, die damals dazu beigetragen haben, dass die DDR zum Einbruch kam. Es werden dann schon noch mehr. Ich würde euch bitten, euch selbst einen Applaus zu geben. Okay, ich werde auch was zu Corona sagen, aber nicht nur, sondern einen Rundumschlag muss sein. Ich war die Tage im Berliner Zoo auf der Suche nach einem Tier, das ich dort aber nicht fand, obwohl es mir im täglichen Leben seit Jahren begegnet. Die Rede ist von diesem gigantischen rosa Elefanten, der seit dem Jugoslawienkrieg 1999 überall in der Republik im Wege herumsteht, den wir alle tagtäglich erkennen können, über den dieses Land aber nicht sprechen darf oder sprechen will. Und dieser rosa Elefant steht für die Erkenntnis, dass das, was wir Demokratie nennen, also die Herrschaft durch das Volk, vollkommen ins Leere läuft. Und zwar zu allen Themen, zu denen wir die Bürger später zur Kasse gebeten werden, sprich für die wir einen Preis zu bezahlen haben. Ob Bankenpolitik, Flüchtlingspolitik, NATO-Politik oder jüngst Gesundheitspolitik. Wir werden nie wirklich gefragt und wenn, ist der Regierung unsere Antwort ziemlich egal und sie handelt stets so, dass sie immer das Gegenteil von dem beschließt, mit dem die Mehrheit abgestimmt hätte. Hätte man die Mehrheit direkt befragt. Befragung findet in der BRD nur in Polizeigewahrsam statt. Und auch nur für Orthonormalbürger, die sich durch Präsenz auf der Straße ungebeten demokratisch betätigt haben. Das Hochhalten des Grundgesetzes reichte dazu in der Corona-Hochzeit. Das Hochhalten des Grundgesetzes galt als offiziell unerlaubte politische Äußerung. Ich habe diesen Spruch von der Polizei hier auf dem Rosa-Luxemburg-Platz mehrfach gehört. Nehmen Sie das Grundgesetz runter. Das ist eine unerlaubte politische Äußerung. Wer es dabei hat, hält es bitte hoch. Spreche ich zu schnell? Nein. Gut. Was ich nicht gehört habe, war Widerspruch. Zum Beispiel vom Theater Volksbühne hier im Hintergrund. Im Gegenteil. Diese Institution war während der gesamten Corona-Zeit auf der Seite der Regierung und verhüllte seine Fassade wie Christus seinerzeit den Reichstag. Nur, dass es bei Christo Kunst war. Bei der Volksbühne handelt es sich um Opportunismus. Dieses Haus hat seine Glaubwürdigkeit verspielt. Der Vorhang ist gefallen und was wir alle sehen konnten, war das Stück Die Angepassten. Natürlich ist diese Kurzbeschreibung des Status quo in diesem Land eine für mich typische Verschwörungstheorie. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Muss ja auch nicht, sie steht ja schon. Und zwar in den Köpfen der meisten. Es ist die Mauer der Propaganda, an der tagtäglich gearbeitet wird. Ich war die letzten Tage in Weißrussland. Ich komme gerade aus einer Maschine. Man muss ja, wenn man nach Weißrussland fliegt, muss man ja über Istanbul fliegen. Ich wäre eher in Teheran gewesen, aber ich war dort. Und zwar als freier Reporter. Da mache ich mir nämlich generell mein eigenes Bild von der Lage. Das unterscheidet mich von den Hochberichterstattern der Atlantikbrücke und von den Kollegen vom Tagesspiegel, der Taz, der Faz, dem Spiegel und natürlich ARD und ZDF. Übrigens, am 11.03. titelte die Taz auf Reaktion auf die Nord Stream-Sprengung und die Enthüllung des Seymour Hersh: Danke, danke, danke für die Sprengung. Diese Kollegen sind sowas von angepasst, sie halten Seymour Hersh für den Halbbruder von Julian Assange und fragen sich, warum er immer noch auf freiem Fuß ist. Warum war ich in Weißrussland? Es ging mir um die Frage, was weiß Russland, was wir nicht wissen? Und die Antwort habe ich Ihnen mitgebracht. Weißrussland hat nie vergessen, was Krieg bedeutet. Es gibt dort eine lebendige und vor allem aufrichtige Erinnerungskultur.
So war ich in Chatyn, dem weißrussischen Chatyn, nicht zu wechseln mit dem polnischen. Dort Chatyn steht für das Auslöschen von mehr als 200 Dörfern durch die Wehrmacht. Mehr als 200 Dörfer wurden buchstäblich dem Erdboden gleichgemacht. Die Menschen wurden in Scheunen gejagt und die wurden angezündet. Wer versuchte zu entkommen, traf auf ein Maschinengewehr oder einen Flammenwerfer. Insgesamt wurde ein Drittel der 10 Millionen Weißrussen damals ermordet. Frauen, Kinder, Säuglinge, Schwangere, Alte, sie wurden systematisch vernichtet. Dieses Verbrechen an den Weißrussen jährte sich in diesem Jahr zum 80. Mal. An der Gedenkstätte waren Diplomaten und Medienvertreter aus aller Welt. Zehntausende von Weißrussen waren dort. Nicht zu finden war auch nur ein einziges deutsches Medium oder ein Vertreter der Republik von unter Olaf Scholz. Niemand war da. Zum Beispiel an Karl Ex oder die Außenpolitik der SPD unter Willy Brandt oder Egon Bahr. Oder er macht in Washington gute Miene zum bösen Spiel, wenn ihm sein Boss Joe Biden erklärt, dass die BRD bei Nord Stream bald in die Röhre schauen würde. Zurück nach Weißrussland. Auch Weißrussland wird vom Westen sanktioniert. Warum? Weil Weißrussland immer noch Kontakt zu seinem Nachbarn Russland hält, weil es mit Russland spricht und weil der weißrussische Präsident kein lupenreiner Demokrat ist. Während der gesamten Corona-Zeit war das Tragen von Masken in Weißrussland immer freiwillig. Daran kann man erkennen, wes Geisteskind dieser weißrussische Präsident ist. So wird das nie was mit dem Friedensnobelpreis. Ja? Da müsste er schon 7 Länder in 8 Jahren angreifen, dann könnte es klappen. In Weißrussland traf ich auf eine mich beschämende, wirklich beschämende Gastfreundschaft. Zusammen mit 50 anderen deutschen Friedensaktivisten wurden wir herzlich begrüßt und konnten dort unsere Blumen niederlegen. Was ich nicht konnte, war offen darüber zu sprechen, wie der Westen aktuell mit der eigenen Geschichte umgeht. In Deutschland werden die Denkmäler, die an die Befreiung der Nazis durch die Rote Armee erinnern, abgebaut. Oder wird alles, was auch nur entfernt an Russland erinnert oder russischem Namen trägt, demontiert. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann die russischen Panzer vor dem Brandenburger Tor entfernt werden, um sie durch eine McDonald's-Filiale zu ersetzen. An dieser Stelle, zur Befreiung von Auschwitz, wurden die Befreier, nämlich die Rote Armee, beim letzten Mal nicht mehr eingeladen. Ich halte das für einen unfassbaren, geschmacklosen Skandal. Es ist auch die Vorstufe, die Rolle Russlands im Zweiten Weltkrieg zu fälschen. Wer die Geschichte des Zweiten Weltkriegs vergessen lassen möchte, plant sie zu wiederholen. Dieser rosa Elefant ist nicht zu übersehen. Er ist 100 Milliarden Euro groß und nennt sich Sondervermögen. Er kommt als Wiedereinführung der Wehrpflicht, genannt Dienstpflicht, durch die Tür. Das Sondervermögen wurde wie seinerzeit die Kriegskredite, die den Ersten Weltkrieg erst ermöglicht haben, wieder einmal durch die SPD bewilligt. Wer hat uns erneut verraten? Asoziale Demokraten! Von einer halbwegs eigenständigen Außenpolitik entfernt. Es gab sie unter Willy Brandt und Egon Bahr. Heute leben wir in der vollkommenen Abhängigkeit von den USA. Spätestens seit dem Nord Stream-Anschlag der NATO auf das NATO-Mitglied BRD wissen wir, was Washington für Deutschland vorgesehen hat. Wir sollen wie damals der neuen Führung bis in den Untergang folgen. Aber da bin ich nicht mit dabei. Anders als unter Helmut Kohl besteht die politische Elite der Bundesrepublik nur noch aus Erfüllungsgehilfen, die zu schlicht ist, um zu erkennen, dass der nächste große Krieg, der aktuell von westlichen Eliten vorbereitet wird, sich gegen Russland, aber vor allem gegen China richtet und auf der Eurasischen Platte ausgetragen werden soll. Deutschland, dieses Land, mein Land, Ihr Land, unser Land, das Land unserer Kinder und Enkelkinder, ist dabei die Kampfzone. Ja? Wir werden ohne Skrupel von den USA geopfert werden. Deutschland kann weg. Es war als politischer Rivale stets eine Nervensäge und ist politisch so unterbelichtet, dass er beim eigenen Untergang auch noch aktiv mithilft. Mit Baerbock und Habeck und Co. haben wir bildungsferne Schichten in deutschen Führungspositionen. Es handelt sich um ein Selbstmordkommando, das den Sprenggürtel für einen Modeaccessoire hält und bereit ist, den Knopf zu drücken, nur weil der diesmal grün lackiert ist. Wer in Deutschland rechts abbiegen möchte, muss den grünen Pfeil nehmen.
Wenn japanische Kamikaze-Flieger sich im Zweiten Weltkrieg aufgeopfert haben, geschah dies freiwillig und aus Loyalität zum eigenen Land. Unsere Politiker geben Deutschland zum Abschluss frei, weil man ihnen wahrscheinlich in Washington erklärt hat, dass ein nicht mehr existierender Industriestandort Deutschland gut sei für das Klima. Nur so sei der Kurswechsel um 360 Grad möglich, wird sich Annalena denken. Die BRD unter Rot-Grün schafft sich ab und Corona war dabei nur ein Testlauf. Es ging nie um Gesundheit. Es ging um das Einüben des Ausnahmezustandes für den kommenden Kriegsfall. Wie weit würden die Bürger sich an die neuen Regeln halten? Homeoffice, gegenseitiges Denunzieren bei Regelverstößen. Wer würde mitmachen und wer nicht? Das galt es herauszufinden und die Daten sind abgespeichert. Unterm Strich lief die Täuschung perfekt und wurde nahezu jeder Widerstand im Keim erstickt oder niedergeprügelt. Die Rolle der Presse, der Polizei oder der Justiz ist dabei mit wenigen Ausnahmen beschämend. Die Presse hat sich zum Propagandawerkzeug der Konzerne machen lassen. Die Konzerne sind die eigentliche Regierung. Wer was zu sagen hat, trifft sich in Davos. Da, wo es einen Effekt hat, wenn etwas global beschlossen wird. Wir leben in einer marktkonformen Demokratie, wie Merkel das schon bestätigt hat. Gemeint war Konzernfaschismus. Aber das traute sich Mutti nicht zu sagen. Das ist Konzernfaschismus. Dabei geholfen, das Grundgesetz niederzuknüppeln, als die Bürger mit dem Schlagstock begegneten, die für ihre bis dato unversetzlichen Grundrechte auf die Straße gingen. Aber meine Damen und Herren, auch in den Uniformen, was bedeutet es eigentlich, Uniform zu tragen? Und ich selbst habe das schon gemacht, bei der Bundeswehr. Wurde nach 12 Monaten entlassen, 15 Monate hätte ich bekommen sollen. Man sagte, mit ihnen kann man keinen Krieg gewinnen. Ich sagte, aber auch keinen Anfang. Repräsentiert nicht die Regierung. Sie repräsentiert den Staat und seine Verfassung. Der Staat sind wir, die wir hier stehen. Jeder von uns, die Bürger. Der Staat ist nicht eine übersichtliche, korrupte Politkaste, die sich eher mit Lobbyisten trifft als mit seinen Wählern. Wenn Sie, liebe Polizisten, abends Ihre Uniform ausziehen, erwachen Sie in dem Land, das Sie zuvor geholfen haben, gegen die Bürger niederzuprügeln. Und in diesem Land leben Ihre Frau und Ihre Kinder. Erkennen Sie, wie Sie benutzt werden. Orientieren Sie sich in Zukunft an Kollegen, die es ja auch unter Ihnen gibt. Und schließen Sie sich diesen Kollegen an. Ich spreche von den Polizisten für Aufklärung. Und ich bedanke mich für Ihr mutiges Auftreten. Bei Corona wurden Sie leider vorgeführt. Wachen Sie auf und stehen Sie auf der richtigen Seite der Geschichte. Das hat übrigens Vorteile. Sie können später Ihren Kindern und Enkelkindern erklären, ich habe nicht mitgemacht. Ich habe mich nicht missbrauchen lassen. Ich habe mich an meinen Eid erinnert, den ich auf mein Land und die Bundesrepublik Deutschland geschworen habe. Sie haben nicht der aktuellen Regierung Ihre Treue geschworen, sondern der Bundesrepublik, ein Land, das vorgibt, demokratisch zu sein. Und wo stand während der Corona-Zeit die Justiz? Sie stand und stand dort, wo sie auch bei Julian Assange oder Michael Ballweg stand und steht. Die Justiz hat das Unrecht unter Corona erst ermöglicht, indem sie der Politik jeden Wunsch erfüllte. Ähnlich wie US-Juristen seinerzeit erklärten, Waterboarding sei gar keine Folter, sondern nur eine verschärfte Verhörmethode. Auch die deutsche Justiz ist kein Garant für das Grundgesetz. Sie ist im Gegenteil ein zuverlässiger Partner bei dessen Demontage. Und wo standen die Künstler? An der Volksbühne haben wir es damals gesehen. Die Volksbühne titelte damals, wir sind nicht eure Kulisse. Stimmt, ihr seid die Bühne für staatliche Willkür. Ohne staatliche Subventionen gehen bei euch nämlich die Liste aus. Des Brot ich esse, des Lied ich sing. Brecht würde brechen. Und Rosa Luxemburg. Rosa Luxemburg wird darauf bestehen, eure Adresse in Platz der Bücklinge umzubenennen. Was ist aus der ZDF-Anstalt geworden? Was aus den sogenannten Gangster-Rappern in Berlin? Ihr seid Stay-at-Home-Homies. Das hat mit NWA so viel zu tun wie Smudo mit Snoop Dogg. Wir,
Die Bürger, die sich gegen die Willkür der Regierung gewehrt haben, sind mehr Gangster im Geiste als ihr alle zusammen. Mein Respekt geht raus an Nena. Mein Respekt geht raus an Uwe Steimle. Mein Respekt geht raus an Nikolai Binderer. Mein Respekt geht raus an Belasch und MC Boogie. Und mein Respekt geht raus an Ove Stadthauer, der seit Jahren Freundschaftsfahrten nach Russland organisiert. Bravo! Kommen wir zum Terroranschlag auf die Pipeline Nord Stream. Hier handelt es sich um einen Anschlag auf die deutsche Industrie. Deutschland muss jetzt sein Gas um den x-fachen Preis in den USA und Norwegen einkaufen, während Russland sein Gas zu Höchstpreisen weltweit anbietet und los wird. Wer wissen will, was Phase ist, kann sich auf die deutsche Presse null verlassen. Die deutsche Presse verbreitet, wo immer es geht, Washington-US-Propaganda. Ohne das Urgestein Seymour Hersh wüssten die Deutschen nur das, was an Märchen von der Tagesschau im Umlauf gebracht wird. Einen herzlichen Applaus für Uwe Gellermann und seine Macht um 8, den gibt's ja auch noch. Eine Frage an den Mittelstand. Wo bleibt eigentlich Ihre Empörung? Man hat Sie gerade an die Konkurrenz verraten. Wo bleibt Ihre Verbundenheit zu Ihrem Land, dem Standort Deutschland? Hätten Sie noch die Güte, sich zu erheben? Zum Beispiel für Ihre Belegschaft. Sie sind doch Familienunternehmen. Dann handeln Sie wie eine Familie. Stehen Sie füreinander ein und stehen Sie füreinander auf. Papi und Mami machen den Anfang in einem Familienunternehmen. Zeigen Sie sich loyal gegen Ihrer Belegschaft und Ihrem Land. Die Großkonzerne kennen keine Loyalität. Für Sie steht das D nicht für Deutschland, sondern für Dollar. Dort, wo sie die größten Profite machen können. Die Großkonzerne folgen aktuell dem Ruf der USA, denn Amerika lockt mit billigen Energiepreisen und Tonnengewinnen. Und noch eine Frage an den Mittelstand. Warum sehen Sie zu, wie Deutschland über das illegale Liefern von Kampfpanzern in ein Kriegsgebiet zur Kriegspartei wird? Sollte der von unseren Medien vollkommen verzerrte Ukraine-Krieg sich ausweiten, ist auch Ihr Standort, Ihr Unternehmen betroffen. Der Ukraine-Krieg begann nicht mit dem illegalen Grenzübertritt der Russen unlängst in der Ukraine. Er begann mit dem illegalen Putsch der USA in Kiew 2014. Und dem jahrelangen Beschuss zum Beispiel der Region Donbass, um dort vor allem Ukrainer mit russischen Wurzeln zu vertreiben und zu töten. Wer diesen Teil der Geschichte einfach weglässt, lügt wie einst ein deutscher Kanzler, als er sagte, ab 5.45 Uhr wird zurückgeschossen. Der Krieg gegen Russland über den Hebel Ukraine war von Washington lange geplant und offen angekündigt. Sie können lesen, dann lesen Sie Brzezinski, Amerika, die einzige Weltmacht. Der Präsidentenberater schrieb das Drehbuch zum Ukraine-Krieg. Jeder, der das erkennt und nicht aufsteht, nimmt billigend in Kauf, dass Deutschland erneut in eine militärische Auseinandersetzung mit Russland gerät. Können Sie sich noch an den Anfang beim letzten Mal oder den Ausstamm beim letzten Mal erinnern? Kennen Sie die Bilder von Berlin in der Stunde Null? Sind Sie eigentlich irre, wenn Sie denken, das würde dieses Mal zu unseren Gunsten ausgehen? Angela Merkel hat neulich offen zugegeben, das Minsker Abkommen hätte nur der Täuschung gedient. Ziel war es von Anfang an, die Ukraine aufzurüsten, fit zu machen für einen Stellvertreterkrieg gegen Russland. Mit dieser Politik hat die Ex-Bundeskanzlerin die deutsche Diplomatie verraten. Ist das unser Zeichen, unsere Dankbarkeit für die Wiedervereinigung? Ich kann Ihnen eins sagen, die Russen werden uns das nicht vergessen. Für alle Scharfmacher in der Regierung und bei der Presse, wissen Sie, was Krieg ist? Wohl kaum. Wenn es nach mir ginge, würden Sie in diesem Land für lächerliche 7 Tage mal den Strom abstellen. Glauben Sie mir, was dann binnen dieser Tage an Schaden entsteht, würde ausreichen, um Ihnen eine Lektion zu erteilen.
Deutschland würde innerhalb 7 Tage im Chaos versinken und sie würden nie wieder auf die Idee kommen, in irgendwelchen Talkshows auf die Idee zu kommen, von einem robusten Mandat zu faseln oder ernsthaft zu fordern, man solle eine nukleare Antwort auf Putins Politik nicht von vornherein ausschließen, denn das wäre ein Zeichen von Schwäche. Wer so etwas öffentlich von sich gibt, ist irre und riskiert einen nuklearen Holocaust. Er hat in Führungspositionen überhaupt nichts verloren und wird entfernt. An dieser Stelle ein Wort zur Pharmaindustrie. Die Pharmaindustrie hat es nach der Bankenkrise ebenfalls geschafft, Deutschland auszunehmen wie eine Weihnachtsgans. Sie hat für völlig unerforschte Plörre Milliarden kassiert und kommt mit keinem Cent für die Folgen bei den Opfern auf. Und das ist ein Skandal. Laut Lauterbach existieren offiziell 20.000 Impfopfer mit zum Teil irreparablen Schäden. Zum Vergleich, bei Contagan war bei 3.000 Schluss und das Medikament wurde vom Markt genommen. Pfizer-BioNTech-Plörre bekommen sie immer noch. Es wird immer noch verimpft, sogar an Kinder und Schwangere. Hier handelt es sich um ein Verbrechen.